Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Time at Portia. Ich habe noch ein bisschen geangelt, ich habe ein bisschen was gefangen. Vor allem habe ich einen goldenen Ring gefangen. Ein hübscher Goldring mit der Gravur, dein güldenes Haar ist so wunderschön. Und ich gehe davon aus, den können wir irgendjemandem zurückbringen, weil da stand auch dicken Text dabei, wem könnte der wohl gehören, als ich das da rausgefischt habe. Also nicht so wie das bei den anderen Karten immer der Fall ist, bei den hier Halsketten, die man findet. Und ne, die Quest habe ich auch, der verlorene Ring mit blonden Leuten reden. Ja, kann man machen. Apropos Quest, müssen wir mal hier gerade verfolgen. Wir vielleicht noch heute noch abschließen, dass wir da ein paar Bilder machen. Weil die ganze Dings habe ich jetzt aufgebraucht. Pokerbild haben wir ja scheinbar noch. Innenbereich der Portal Time haben wir auch noch. Tor zum verfallenen Ödland und Tafelrunde. Das können wir auch nachts fotografieren. Da müssen wir jetzt nicht tagsüber unterwegs sein für. Und ja, dadurch, dass ich keine Energie mehr habe, gibt es nur zwei Optionen. Entweder wir snacken was. Aber es ist auch schon 23 Uhr. Daher denke ich mal, es macht mehr Sinn, eben nichts zu snacken. Und kurz die Bilder zu schießen. Ist ja gerade in dem Schnee mit mir drin auch noch, ne? Ganz besonders wertvoll. Ganz besonders wertvoll. So, und dann können wir das Erwa schon bringen. Morgen direkt. Moin, Scraps. So. Auch das Bild wird vermutlich wieder mit mir zusammen sein. Hui. Guck mal, so ist doch schön. Pferdehinter noch drin und die Angel. Können wir machen. So, das heißt, das haben wir abgeschlossen. Da haben wir alles fotografiert, glaube ich, was wir fotografieren müssten. Ah, und hier können wir nichts mehr verkaufen, weil es schon zu spät ist. Schade. Ich wollte mal gucken, was die Preise sagen. Ja, da werde ich jetzt vermutlich. Nee, 21 Uhr ist da dicht. Zapfenstreich. Machst du nichts mehr. Ist ja auch richtig so. Die Leute sollen ja auch mal schlafen. So, der Zement scheint fertig zu sein. Nehme ich. Zement, 3 Stück. Sehr schön. Dann kurz mal gucken. Das erste war das ja, wo man hier. Und noch die 8 Eisenholzdielen. Die sind scheinbar noch nicht fertig. 2 sind fertig. Ja, krass. Da können wir erstmal nichts machen, würde ich sagen. Er ist noch einen Tag beschäftigt, er ist noch einen Tag beschäftigt. Der ist noch 13. 13 Stunden beschäftigt. Ja, so lange schlafe ich ja eh nicht. Er ist fertig. Würde ich sagen, wenn du fertig bist, machst du erstmal noch ein bisschen Leder. So, der ist auch am Basteln. Hier, die sind beide leer. Boah, ja gut. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das brauchen wir dringend. Dann machen wir hier einfach nochmal 50. Und die anderen Rohre machen wir auch 50. Was habe ich jetzt dabei Auftrag? Bronzerohre. Das heißt, hier machen wir Kupferrohre. Dass wir da einfach voll sind. Ne? Dann kann sich da ja auch keiner mehr beschweren. Hier können wir natürlich auch noch eine denkende Dose beauftragen. Er hier ist nicht mehr allzu lang beschäftigt, habe ich das Gefühl. Das müssen wir natürlich auch ändern. Und dann sortieren wir hier mal alles ein. Habe ich noch ein Relikt einstecken? Nee. Also nicht, was das ist. Das ist der wertvollste aller in Sandfels produzierten Edelsteine. Oh ja, habe ich gefunden. Wunderbar. Nur in die Fischikiste gucken. Weil. Die beiden Kaiser packen wir natürlich ein. Den einen König packen wir auch ein. Und was man tatsächlich dann mal herstellen könnten, ist so ein Aquarium. Ja, vielleicht mal gucken. Das habe ich noch nicht gebaut. Ich weiß nicht, für was es gut ist. Ja, ich weiß, ich habe andere Dinge auch noch nicht gebaut, aber. Komm, wir stellen mal eins her. Jetzt gehen wir mal schlafen und dann schauen wir morgen früh, was uns das gebracht hat. Vielleicht bringt es uns was, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir es hier hinstellen können. Da kann ich dann meine Könige reintopfen. Das war ja mein Plan. Das war ja mein Plan. Machen wir mal. Aufwachen! Gott, muss ich stinken, ich dusche nie. Scheiße. Also im wahrsten Sinne des Wortes nach Scheiße wahrscheinlich.
Sorry, I don't mean to trouble, but I'm investigating a case and I need your help. Sind die beiden Dullis wieder aufgetaucht, die am Anfang mich auch wegen, ich glaube, Steuerhinterziehung oder Erbe oder so anklagen? Die gab's ja, die sind ja nie wieder aufgetaucht. What happened? Recently, we've been hearing about harassment incidents involving poultry and animals in town. Sophie's chickens and ducks were so scared that they stopped laying eggs. Also, McDonald's stables was damaged by someone. Das war ich nicht. Even our stables at the Civil Corps was invaded this morning. Someone or something scared the heck out of our horses. They kept kicking and whining all morning long. I suspect that it's the same culprit in all three cases. Kein Problem, ich nehme die Ermittlungen auf. That sounds terrible. Yes, it does. I'm investigating it right now. But I could use some second opinion on things that I could have missed. Ich glaube, es ist Marley. Das ist die Einzige, die neu hier ist. Let's go to Sophie's Ranch first. Man muss immer den Neuen misstrauen. Ja, machen wir das jetzt direkt oder was? Aber ich wollte doch Dinge tun. Warte, ich muss ganz kurz muss ich gucken, ob hier, ne? Der ist nämlich nicht mehr beschäftigt. Das geht so nicht. Was muss er herstellen? Der muss Schweißstäbe. Wenn er rauskriegt, dass ich das... Moment, das war ich gar nicht. Wir können gehen, wir können ermitteln. Ack, du passt ja mal auf den Bauernhof auf. Ja, ich weiß, keine Zeit jetzt für Smalltalk. Aber, ne, passt du mal auf den... Ja, sehr nett, ich weiß. Rossi, wir müssen los. Rossi, du, ne? Es ergibt zwar keine Zeit zu verlieren, aber ich streichel dich trotzdem. Ne? Jetzt muss er schon, der Etikette muss hier... Ja, feines kleines Stinky-Winky. So, Rossi, jetzt, ne, nehmen wir uns beide. Den nehmen wir auch mit, dem sein Pferd ist kaputt. Keine Angst, ich will ihn nicht kaputt machen. Ist das neu oder sah das schon immer so aus? Ja, wo gehen wir hin? Hier hin. Aha. Hi, guys. Our chickens and ducks have barely settled down. Mhm. They've been crowing all through the night. Ja, hast du sie böse angeguckt? I can't take it much longer. Ja, das habe ich befürchtet. I think we can take a look around and see if we can find anything. I'll go search by the trough. Why don't you take a look at the other side? Okay, leave it to me. Ich regel das. Also, ich brauche erstmal meine Kettensäge. Und dann gucke ich hier hinten. Aha, Federn. Hey, check this out. Moment, das habe ich entdeckt. Tolle Neuigkeiten, liebe Abenteurer. Hier ist eure Chance, Geld zu verdienen. Atara bietet eine Belohnung für alle Arten von Geflügel und Tieren. Wenn sie groß und gesund sind, können sie gerne gegen Goals eingetauscht werden. Warum bist du immer noch hier? Beeil dich. Interessenten bringen ihre Tiere bitte zum Südblock. Okay. What's this? I'm not sure. Some announcement poster? It was just laying right there. Let's go talk with McDonald. Old McDonald had a farm. Da gehen wir jetzt mal gucken und hauen ihm. Nein, machen wir natürlich nicht. Howdy, are you here to investigate the strange case with my farm animals? Na ja. Yeah. Did you see who or what it was that scared them? Well, it was dark, but I think I saw two figures running away. Sind das einfach meine beiden Dulli-Freunde? Two of them? That kind of narrows it down a lot. I believe so. Yes, I forgot this. Here you go. I picked this up off the ground this morning near the crime scene. Ah. Unser großartiger rastischer Aktionsplan, um Geld zu verdienen. Erstens, Hühner fangen. X, sie sind Monster. Zweitens, ein Pferd fangen. X, sie sind Monster. Drittens, versuchen sie, die Pferde der Ziviltruppe zu töten. X, sie sind schlimmer als Monster. Viertens, vielleicht diese blöde rosa Katze. Fünftens, profitieren. Erstens müsste das hier fünftens sein und dann sechstens profitieren, falls es heißen soll, sie wissen, dass ich den Zwille der fucking Pferd töten. Also das ist ein bisschen, ne? Oh, Brother. So they're trying to steal our animals and exchange them for Gauls in South Block. Das wäre ja noch okay, aber die wollen die Pferde töten. They're after Pinky next. Let's go stop them. Since we don't have much time, let's split up and look for Pinky. Got it. Kein Problem. Lauf du schon mal los. Wo ist er schon wieder hin? Wo soll ich denn überhaupt suchen? Los, Horsey! Auf zur Rettung von Pinky! Gott sei Dank ist Samstag, sonst hätte ich jetzt noch einen Auftrag. Ich muss hier durch! Muss hier durch! Keine Zeit! Aha! Tschüss und Huss. Wer hätte es gedacht? Die beiden.
Dem ziehe ich dein Bauchnabelpiercing raus. Oh nein! Oh nein! Wenn die beiden schulden. Na los, ab in die Zelle mit euch! Ich hol gleich mein Lasso raus. Niki, geht's dir gut? Ich will sie fragen, ob es ihr gut geht, nicht nach dem Baum treten. Oder nach ihr. Wunderbar, ihr scheint es gut zu gehen. Ossi, wir können wieder chillen. Sind sie da rein? Wahrscheinlich. Die haben noch nicht offen. Okay. Ossi, wir gehen jetzt erstmal kurz heim und checken da mal. Oh, einen kleinen Realitätscheck, ob alles so ist, wie es sein soll. Vermutlich ist es so, ne? Weil, warum sollte das nicht der Fall sein? Aber wir müssen mal hier noch eine neue denkende Dose oder so in Auftrag geben. Es ist natürlich beschäftigt. Ja, alles einsortieren. Sehr schön. Die Fische sollte ich jetzt alle noch im Inventar haben. Ack hat ja ganze Arbeit geleistet, Gott sei Dank. Wenigstens einer, der hier arbeitet. Morgen gibt es dann die Zellulite. Auch gut. Was hier ist natürlich jetzt ein kleines Aquarium. Aber ich muss die Fische füttern. Das ist natürlich blöd. Nein, Horsi, du stehst nur im Weg rum. So. Habe ich denn jetzt genug Dinge hierfür? Nein, es fehlen immer noch welche. Freunde. Ich geh mal kurz hier gucken, ob ich dafür irgendwas bereitstellen kann, herstellen kann. Flaschenzug. Da scheinbar jetzt alles zusammen. Zwei Stück brauchen wir. Stahlhüllen brauchen wir 5. Das heißt, auch hier schöne Stahlrahmen. Direkt mal 13 Stück, 10 Stück. Mal hier. Oh, und Stahlplatten. Okay. Okay, wir können eh noch nichts machen. Kann ich das auch drinnen aufstellen? Ich habe das Gefühl, hier draußen wäre es zu kalt dafür. Warte, ich nehme auch direkt einen Fisch mit. Fischies! Guck mal hier, den klügsten Fisch von allen. So. Vielleicht kann ich auch mehrere. Ich hätte alle Fische mit rein. Die sind ja nicht so groß. Nein, nicht die Kacke präsentieren. Du kannst nicht immer die Kacke präsentieren. So. Nein, möchte ich doch gar nicht. Er setzt doch ab. Präsentiere. Ablegen. Er ist ja winzig. Okay, das habe ich mir dezent cooler vorgestellt. Ja, komm, du steck ich mal ins Inventar. Kann ja sehr gut stellen, mal ins Museum, würde ich sagen. Weil das ist ja, ne, ich hab gedacht, hab jetzt so ein schönes, großes Aquarium, wo ich so einen schönen, fetten Fisch reinhau. Aber ich glaube, wir werden in dem Fall auf Dreambirds Expertise vertrauen und die Worte, dass man mit dem Zeug nichts machen kann und werden das geflissentlich verkaufen. Kein großes Aquarium bauen. Schau mal, was die aktuellen Preise sagen. Was geht ab? Preise. Schlechte Preise. Gehen weiter. Ah, wenn wir gerade hier sind. Sonja! Was geht ab? The clothes you wear are like so stylish. Let's go shopping together. Na gerne doch. Hier, nimm eine Kette. Wow, this is perfect for me. How did you know? Na, wir sind ja gute Freunde, da weiß man sowas halt. Boah, sie jetzt nicht da Gemüse klauen gehen. Müssen ja hier noch zeigen, dass die anderen Handwerker Schmuh getrieben haben und ich viel besser weiß, was die... Immer ganz kurz hier in das Soziale rein. Ich mache mir ja immer Notizen über meine Freunde. Ein Obstsalat. Da müssen wir doch eigentlich mal ein paar herstellen können, Obstsalat. Da brauchen wir doch bestimmt noch Suppe, da können wir Antoine doch hier... Liebelein! Lüftungslöcher möchten wir nicht. Die Delle da ist ja auch kacke. Ah, ist ein Käfer. Ein Käfig. Sehr verschmutzt, was okay wäre. Ich meine, ist zum Fangen gedacht. Das sehe ich doch schon. In der Mitte ist direkt Dreck. Da muss Dreck sein, oder was? Nee, das ist eine Schramme, die ich so nicht dulden kann. Und hier auch. Ja, also das ist ja nicht säuberlich gemacht. Und hier ist ein Hohlraum. Das ist wie bei so einer Joghurtpackung, wo unten die Hälfte fehlt. Weißt du, da kaufst du dir einen Joghurt, denkst, die Packung wäre voll. Ist er auch, aber unten ist so ein Hobel drin. Bei Eispackung auch sehr beliebt. Sehr beliebt.
Dann kriegst du ja nur so die Hälfte von dem, was du... Irgendwas sieht bei den Beinen hier scheps aus. Ja, das ist doch hier viel länger. Nein? Dann halt nicht. Wenn das Spiel sagt, das ist nicht so, dann ist das auch nicht so. Also wir werden hier die Fehler vermutlich nie finden. Ha, das ist gerade, nicht gerade, so rum. Ich habe ja so die Vermutung, dass bei diesem Motor hier irgendwas ist, aber was? Das kann ich beim besten Willen nicht so ganz sagen. Ah, Lupen muss ich noch herstellen, das wollten wir mal machen. Das hat, ich glaube, Dreamberg tatsächlich auch geschrieben gehabt, dass die Hinweise halt nicht hier for free sind, sondern ne, die Lupen muss man halt herstellen. Dann kann man das krass untersuchen. Oh ja, das sieht nach einem Fehler aus. Ah, Fehlschlag. Aber das war gar kein Fehler. Ja, pass du mal auf, wo du hinläufst, ja. Das ist zu wenig Abstand. Ja. Schöne Ausweitung gemacht. Aber was ist dann noch nicht korrekt? Vermutlich alles, aber ne? Ja, das ist, ne? Kein guter Flaschenzug. Antoine, ich werde mal gucken, ob ich Obstsalat herstellen kann. Dann können wir uns mit dem auch anfreunden, dann gibt's mehr Cash. Mehr Goals. So, Ack. Ack, können wir Obstsalat herstellen? Meeresfrüchte, Fischbrei, Obsttart. Obstsalat, was fehlt denn da? Vermutlich das Dressing. Kann ich Dressing herstellen? Bestimmt. Komm mal für Dressing. Zucker. Ja, fehlt mir Zucker für... Das ist einfach nur Ei mit Zucker. Das klingt lecker. Ja, würde ich eher als Kuchengrundlage verwenden, aber gut. Machst du nix. Scheinbar sehen die das hier anders. Bauernladen. Zucker. Ich denke auch, das wäre Butter, aber es ist in Wirklichkeit Zucker. Guck mal, dann nehmen wir doch mal... Nehmen wir doch mal 100. Oder 200. Zucker mit. Bitte doch. Für 1,6. Ja, das sind 3 Fische. 4 Fische. Bei guter Konjunkturzeiten hier ist das auch mal weniger. Ich meine, das ist nicht mal ein Kaiserfisch, ein Königsfisch. So, hallo. Dann stelle ich doch mal ein bisschen Dressing her. Ah. Hier mal kurz noch auftanken. Eine Stunde braucht ein Dressing, okay. Damit können wir arbeiten. Das können wir noch ins Museum stellen, haben wir ja gesagt. Was für Angriff bringt die mir? Gut, die auch, aber nicht so krassen. Wem der Ring gehört, müssen wir noch rausfinden. So, das heißt, wir müssen mit Blondin sprechen. Emily würde ich als blond bezeichnen. Gusty ist blond. Carol, also rotblond, Sam ist sehr blond. Phyllis? Wo ist Horsey? Da ist Horsey. Horsey versteckt sich. Horsey, du musst arbeiten. Du kannst dich jetzt nicht verstecken. Gucken wir doch erstmal bei Emily vorbei. Moin, Lee. Minister Lee. Emily. Hiya. I have this ring that I found while I was fishing. Does it belong to you? Wow, that looks pretty. But I'm pretty sure it's not mine. Okay, wenn du dir sehr sicher bist, das ist doch gut. Er ist der Kürbisturm von allen, das wissen wir. Django, wenn ich gerade schon hier bin, was geht ab? Have I told you the tale of the two sisters? The sisters decided to have a competition for who can make the strongest house. One sister made her house out of good materials, but it was very ugly. The other sister made hers very pretty. During a rough snowstorm, the first sister's house withstood the storm, while the others collapsed. Interesting tale, don't you think? Ja. Mein Haus ist hoffentlich stabil. Aber gut, ich gehe wieder. Kein Schneesturm für uns. Aber es ist ja Winter, ne?
So, da unten können wir... Warum laufe ich eigentlich? Da können wir kurz mal noch mit Erwa quatschen und das Ganze hier ab... Oder wir übergeben gleich das Buch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Ja, wir scheinen es gleich zu übergeben. Aber nicht mehr jetzt, sondern morgen um 18 Uhr. Weil die Folge ist vorbei. Dementsprechend dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, morgen geht's weiter. Bleib gesund, hau rein und... Bye-bye.